Heute kommt wieder ein neues Video und zwar kommt heute ein Haul mal wieder und zwar ein London Haul. Jetzt denkt euch bestimmt, hä, wann warst du in London? Also gar nicht. Meine Mutter war in London und da hat sie mir eben einige Sachen mitgebracht und die will ich euch eben heute zeigen. Als erstes mal von Primark, weil das ist ja der beste Primark angeblich. Meine Mutter sagte, der war sehr, sehr voll und sehr, sehr stressig, deswegen lässt sich darum streiten, ob es dann der beste ist, aber naja, jedenfalls machen wir es weiter mit Primark. Als erstes mal einen Bademantel und zwar ist der so flauschig und hat so bunte Sterne drauf und ich weiß jetzt leider von allen nicht mehr die Preise, aber ja, weil ich habe das jetzt schon länger und jetzt muss ich da schon abschneiden und so. Deswegen habe ich hier einmal einen Bademantel, dann ein Weihnachts-T-Shirt, das sieht so aus, da steht Ho 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 drauf, Merry Christmas und so, ja. War halt die Farbe so schön und habe ich das eben mitgebracht bekommen. Und dann eigentlich das Beste aus dem ganzen Haul ist mein Onesie. Und zwar sieht der so aus. Das ist ein Hund und lass mich das Gesicht zeigen. Das ist ein Mops. Ja, der streckt die Zunge raus und der hat eine kleine Schleife und das ist so süß. Ja, das ist eben so ein Ganzkörperanzug und der hat sogar einen kleinen Schwanz dort hinten. Ist das nicht süß? Und der ist mega süß und so. Also wisst ihr was, ich ziehe den jetzt an. Der ist wirklich so süß, ey. Hängt noch so eine kleine Schleife. Da kann man die Kapuze hochtun. Ich dachte zuerst, das ist ein Schaf, aber das ist ein Mops. Weil der wegen den Ohren so, weil es sieht ein bisschen aus wie so Schafohren oder so. Aber das ist ein Mops. Der ist so schön. Und so schön kuschelig, ey. Puh, aber heute ist ziemlich warm, deswegen tue ich das also, glaube ich, mal wieder ausziehen, aber jetzt habt ihr ihn mal gesehen, also der ist so schön, also wirklich total schön und ich glaube, der hat 18 Euro oder so gekostet. Dann habe ich Hausschuhe bekommen und zwar sind das die süßesten ever. Die sind so flauschig und rosa und haben hier so kleine Schleifen und so und ja, die sind so, so süß. Dann Socken in so verschiedenen Weihnachtsmustern, ja, ich meine, jeder braucht ja mal Socken, ne? Sind auch ganz gut, also ich habe schon gerade zwei Paare in Einsatz. Also. Dann habe ich was ganz Witziges bekommen. Und zwar ist das ein kuscheliger Poncho. Der hat so ein ganz süßes Muster und hat hier dann noch so Kügelchen hängen. Und der hat hier auch so Taschen und es ist in Form von Händen. Und oh mein Gott, Leute, der ist so toll. Das ist wie so ein... Wenn du da drin bist, das ist so... Oh Mann, das ist so toll, ne? Und der ist so... Ganz weich und kuschelig und so, ja, extrem. Dann habe ich eine Kette bekommen und zwar ist die jetzt etwas verwirrt. Sieht die so aus, die hat so Nieten, Sachen und Sachis dran und so. Und das ist wirklich eine meiner Lieblingsketten jetzt geworden. Die ist so toll und so, also richtig geile Kette. Und dann als letztes von Primark habe ich so, das ist eigentlich ein Schlafanzug, aber mir wäre das fast zu warm zum Schlafen. Und zwar... Sieht ja so aus, ist das so, das Oberteil. Da steht A Cupcake a Day. Und Leute, macht euch gespannt auf die Hose. Und zwar sind da kleine Cupcakes drauf. Das ist so süß und die ist mir etwas zu lang, aber naja. Jedenfalls sind da so kleine Cupcakes drauf. Und oh mein Gott, der ist so weich. Das ist so ein Fließstoff, aber so extrem weicher und... Ich bin so gespannt, die zu tragen. Ich glaube, ich ziehe die jetzt dann gleich an, weil die passen gut zu dem Oberteil. Deswegen werde ich wahrscheinlich nur die Hosen öfters anziehen und so und das Oberteil irgendwie wann anders. Jedenfalls ist das so mega süß und oh mein Gott. Und dann als letztes war meine Mutter natürlich bei Topshop und da hat sie mir so Socken gekauft.
Tida mit Spitze, und zwar einmal in Creme mit schwarzer Spitze, dann einmal in Weiß mit karierter Spitze, dann einmal in komplett Weiß und in Grau mit schwarzer Spitze. Und ich habe momentan ein bisschen Probleme, die zu kombinieren, weil die sind zu kurz für die Winterschuhe. Und irgendwie habe ich gerade ein bisschen Probleme, die zu kombinieren. Wenn ihr irgendwelche Ideen hättet, wie ich die jetzt halt für den Herbst kombinieren kann, dann schreibt mir mal in die Infobox, weil ich bin momentan echt aufgeschmissen, weil ich will die unbedingt anziehen, aber ich weiß nicht wie. Weil es ist ja schon zu kalt, um mit kurzer Hose rumzulaufen oder so. Ja, also ich habe gerade echt Probleme. Und dann als letztes noch so eine Tasche von Primark. Die hat sie aber eigentlich nur gekauft, um die ganzen Sachen da rein zu tun, weil die nicht mehr in den Koffer gepasst haben. Weil ich so extrem viel Platz weggenommen habe, der Bademantel und so. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss! Was ich vergessen habe, ich habe noch Schokolade bekommen. Und zwar einmal Hershey's Cookies and Cream und Wonka Chocolate and Ice Cream. Die habe ich jetzt mal zugeklebt, weil ich dann nicht fertig gegessen habe, aber die da war ungefähr die beste Schokolade, wo ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Und die da schmeckt ganz okay, aber ich bin jetzt nicht so mega begeistert überhaupt von Füllungen und sowas. Also jedenfalls die beiden habe ich noch bekommen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!